Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und zwar geht es diesmal um die Anti-Pin Collection. Die habe ich schönerweise gesponsert bekommen von Gate to the Games. Und ja Leute, wenn ihr günstige Pokémon-Karten oder andere Karten wie Magitex oder Yu-Gi-Oh! Kaufen wollt, schaut auf jeden Fall in der Beschreibung rein, denn da ist ein Link, wo ihr zu Gate to the Games kommen könnt und auch günstige Karten bekommen könnt. Und vor allem, wenn ihr bei Gate to the Games neu seid und auch etwas Neues bestellen wollt, sei es Pokémon-Merch, da gibt es zum Beispiel auch Plüschfiguren und so weiter, oder halt Pokémon-Karten, könnt ihr es mit dem Rabattcode CAPMORAI einmalig 5% Rabatt auf euren Einkauf bekommen. Und das finde ich schon ziemlich nice und ja, fangen wir an. Das hier ist die Anti-Pin Collection. Diese kommt neben Suicune und Raikou, also die drei legendären Raubkatzen, haben eine eigene Pin Collection bekommen. Wir haben hier die Anti-Box, die besteht aus einer Anti-Pin, aus einer Anti-Holo-Karte sowie drei Booster aus Pokémon Sonne und Mond, davon zwei, und aus Pokémon X und Y Evolution. Hier haben wir nochmal ein Packshot, hier oben auch nochmal und an den Seiten auch. Und hier hinten nochmal ein Bild von Entei und da steht: Enteis feuriger Brüller ist der Kracher. Mit dröhnendem Gebrüll, das vulkanische Ausbrüche hervorrufen soll, entbrennt Entei für jedes Gefecht. In der Pin Collection Entei erhältst du das legendäre Vulkan-Pokémon in Form einer bunten Pin und eines fantastischen holographischen Karte. Auf sie mit Gebrüll und Entei. Genau. Und diese Box öffnen wir jetzt und ich denke mal, Victini und ich sind schon richtig gespannt. Öffnen wir es erstmal hier mit einer schönen Nagelschere bei Baum. Und oh, ich bin schon so richtig gespannt, was in dieser wunderbaren Box drinne ist. Und ob wir was Gutes auch ziehen werden in dieser Box. Leider kann ich diese Box natürlich nur so öffnen und das ist denn alles kaputt. Ah. Fabi macht alles kaputt. So, schön geöffnet. Hauptsache die Karte und so weiter da drinnen sind nicht kaputt. Denn wäre das nämlich nicht so gut. Hier habe ich erstmal die Anti-Karte, die hole ich für mich nochmal raus. Und hier erstmal die drei Booster. Und noch. Hoppala. Drei Booster für uns. Die Anti-Pin zeige ich euch auch gleich. Und noch die Code-Karte für mich. Müll kommt erstmal weg. Und wir fangen als erstes mit der Pin an. Hier ist die wunderschöne Anti-Pin. Ich finde die echt mega schön. Und voll cool, dass wir die auch bekommen haben. Generell bin ich ja so ein kleiner Pin-Fan. Ich habe schon ganz, ganz viele aus der mysteriösen Collection und so weiter. Die kommt erstmal hier hin. Und natürlich haben wir hier die Anti-Promo-Karte aus Ewiger Anfang. Mit 120 KP vom Typ Feuer hat einmal die Attacke Feuriger Brüller. Lege die obersten vier Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Wenn darunter Feuerenergiekarten sind, lege sie beliebig an deinen Pokémon an und Gefechtsbrand 20+. Dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners zu. Eine gute Karte, also generell sind die drei legendären Raubkatzen als Karten recht gut, vor allem auch bei der Raikou-Pin und auch bei der Suicune-Pin sind welche dabei mit guten Fähigkeiten. Und ich würde sagen, wir fangen mit Evolution an und dann jeweils mit den Sonne- und Mond-Boostern, weil Evolution, da ist jetzt nicht so was Sonderliches bei, was ich noch haben möchte, weil ich davon schon extrem viele gute Sachen gezogen habe, aber natürlich kann es ja immer wieder was Neues Gutes geben. Hier waren es auch noch drei Karten. Da hinten, das darf ich nicht vergessen. Ich finde aber trotzdem noch die alten Artworks mega nice, die sie in Evolutions reingebaut haben. Mit Porygon, die Tauboss Geistesbundkarte, Nidorino, Magnetilo, Nebulak, Quapsil, Voltubal, Hornliu, Reverse Porygon und eine Yugong als normale Rare-Karte. Gut. Da haben wir in Evolutions leider nichts gezogen. Aber hey, wir haben ja noch zweimal Sonne und Mond. Primarino und Solgaleo. Da wird garantiert noch etwas bei sein. Gut, öffnen wir das erstmal hier. Bam. Und kaputt machen. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Ich vergesse das nämlich ziemlich schnell. Und da haben wir eine wunderbare Pflanzenenergie. Ich würde gerade was anderes sagen. Akup.
Rotom Pokédex, Nestball, Togedemaru, Mushas, Makuhita, Ibitak, Mabula, Giftstich, als, ach so, Giftstich als Reverse und als Hologar, als Holokarte eine Rabigator, mega nice. Rabigator hat 150 KP, ist vom Typ Unlicht, hat einmal die Attacke falsche Anschuldigung, 20 plus, diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr, mal der Anzahl der Karten auf der Hand des Gegners zu. Und schwarze Fänge 120, bevor du Schaden zufügst, lege alle Pokémon-Ausrüstung vom aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Das ist mega nice, machst 120 Schaden und wenn das Pokémon wirklich noch so eine Ausrüstung-Karte dran hat, ist die erstmal weg. Das ist hart. Aber dazu muss man erstmal Rabigator spielen, weil Rabigator ist ein Phase 2 Pokémon und das ist ziemlich schwer, diese Karte irgendwie reinzubekommen. Und ja, machen wir erstmal die Primarene-Karte rauf. Müll. Karte 1, 2, 3, 4. Und da haben wir eine Elektroenergie, eine Ilima, einen Quartermark, ein Pokémon-Fänger, ein Zubat, ein Quartel, ein Bautz, ein Traumato, ein Wommel, als Reverse to Cannon und eine Fuegrotex! Nice! Ja! Und ich habe vergessen, meine meine Schutzfolien rauszuholen. Das mache ich jetzt mal schnell. Und wir haben eine Fuegrotex. Ich glaube, das ist sogar unsere zweite Fuegrotex, die wir gezogen haben. Und sogar im Sinne von Entei ist es auch deshalb cool, weil es halt eine Feuer-GX-Karte ist. Zu Entei mega passend. Also wir haben mega gut gezogen mit der Fuegrotex mit 250 KP vom Typ Feuer. Einmal die Attacke Schneller Streich 10 plus. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Feuer-Pokémon auf deiner Bank zu. Und Tigerschleuder 80 plus wirft 2 Münzen. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte mehr pro Kopf zu. Und dennoch Brandknall GX 200. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt. Ich meine, das kann man gut zusammenspielen. Fuegro und Entei mit dem feurigen Brüller. Wenn man Fuegro natürlich auf der Bank hat. Also ziemlich cool gezogen. Und da haben wir natürlich Rabigator als Holo. Die Promokarte Entei und die Fuegro GX. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen. Au! Lasst einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Und wie gesagt, schaut bei Gate to the Games vorbei, da könnt ihr auf jeden Fall wirklich günstig Karten bekommen. Hallöchen Leute und willkommen zum zweiten Teil des Unboxings der Entei Pin Collection. Die Holokarte brauche ich euch. Opala. Die Holokarte brauche ich euch ja jetzt nicht mehr zeigen. Es war einfach wirklich nur eine Holokarte in dem Code drin. Mehr auch nicht. Entei haben wir, glaube ich, schon zu Genüge gesehen, als wir ewiger Anfang geunboxed hatten. Naja, fangen wir jetzt auf jeden Fall mit Evolution an. Und dann haben wir zwei Sonne- und Mondbooster. Und, ja, gucken wir mal, was wir so online ziehen. Denn wir haben hier Glumanda, Nebula, Kratzfratz, Magnetilo, Raupi, Reverse, Professor, Eistipp und ein Elektroball. Ziemlich nice. Zwar schon die siebte, aber Elektroball ist echt... Elektroball, nicht Elektroball, Alter. Ist echt gut für Blitz. Decks, Elektrodecks. Und dann machen wir jetzt erstmal Sonne und Mond auf. Mit dem schönen Silvaro drauf. Also mir gefällt es, dass hier im TCGO diese Varo-Karte als Spiegelbild des besten Starter-Packs gilt. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Feuerenergie. Habitak, Alola Slimers, Nubul, Ice Reverse, Mabula und eine Tauros Jax! Wir haben es jetzt sogar Playset! Wie geil! Mit 180 KP ist vom Typ normal, hat einmal die Attacke Raserei 20 plus. Diese Attacke fügt 10 Schadenspunkte mal mehr der Anzahl der Schadensbanken auf diesem Pokémon, den Horn-Attacke, die 60 Schaden macht und wütender Stier GX, die 30 mal macht. In dieser Attacke fügt 30 Schadenspunkte mal der Anzahl der Schadensmarken auf diesen Pokémon aus. Tauros ist ja ein ziemlich starkes Pokémon geworden im Meta vom Pokémon. Finde ich ziemlich krass. So wie auch Manguspector GX, obwohl ich die jetzt neuerdings nicht mehr so oft sehe. Wir haben hier eine Psychoenergie, Cosmog, Alola Ratzfratz, ein Schutz als erste Karte, als Reverse Holo Rabigator und als nächste Karte
eine Bisbug als normale Rare. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.